Hallo zusammen, das ist ein ganz kurzes Video von mir. Es geht darum, dass Luminar 3.0 jetzt endlich rausgekommen ist. Jetzt ist die Bibliothek inklusive und jetzt ist die komplette Benutzeroberfläche auf Deutsch übersetzt. Heißt, überall in den Menüs solltest du jetzt ausschließlich deutsche Begriffe finden. Kann sein, dass da mal irgendwo eine Ausnahme drin ist. Das Wort Blog, aber ich glaube, das steht inzwischen auch im Duden drin. Also ihr seht, hier ist die ganze Oberfläche übersetzt, auch die Werkzeuge sind übersetzt und auch hier alle Regler. Ich habe keine ungewöhnliche Übersetzung gefunden, also ich finde, das ist alles passend übersetzt worden. Falls du irgendwo eine komische Übersetzung entdeckst, schreib mir gerne einen Kommentar. Dann werde ich den auch weiterreichen an die Entwickler. So, das ist die erste gute Nachricht. Alle, die Luminar 2018 Kunde sind, bekommen das Update auf die Version 3.0 kostenlos. Für alle, die Kunde werden wollen, da blende ich zum Schluss nochmal einen kleinen Link ein. Aber genau, ich zeige euch mal kurz hier, das habe ich aus dem Bild rausgeholt innerhalb kürzester Zeit. Ich wurde, jetzt ein kleiner Bonustipp, bevor wir das Video gleich beenden, ich wurde gefragt, gibt es denn sowas wie eine Anleitung für Luminar? Weil das Programm ist ja noch relativ neu und manche wollen sich einlesen. Und die Antwort ist ja, es gibt das Ganze. Und zwar hier über Hilfe Benutzerhandbuch. Und wenn du da draufklickst, kommt eine Seite. Und dann, oh Gott, oh nein, das ist alles auf Englisch. Und leider kann man hier oben nicht wechseln auf Deutsch. Deshalb, bevor du jetzt gleich wegklickst, hier die Lösung. Und zwar, du nimmst diese Seite, du kopierst sie dir einmal mit Steuerung 10 in Zwischenspeicher. Gib einmal in Google Translate Google ein. Deshalb musst du als allererstes hier auf den Google Übersetzer klicken. Es öffnet sich eine neue Seite. Jetzt kopierst du hier das Ganze rein und dann klickst du auf den blauen Link, der hier erscheint. Und tada, er hat die Seite komplett ins Deutsche übersetzt. Achtung, das ist natürlich ein Roboter, der das übersetzt. Aber ich glaube, man versteht trotzdem noch, was gemeint ist, weil so schlecht ist die Deutsch-Englisch-Übersetzung nicht. Also hier kannst du dich durchlesen, es werden Sachen aufgeführt, es sind immer mal wieder kleine Bilder drin. Falls du mal unsicher bist, ob das jetzt wirklich ein gescheiter Satz ist, fahr einfach mal mit der Maus drüber und schon wird dir der original englischsprachige Satz eingeblendet und alle, die im Englischen sattelfest sind, können dann überlegen, ist das jetzt richtig übersetzt worden? So, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Lesen, falls du die Anleitung lesen willst. Für alle, die sich Luminar holen wollen, das genialste Bildbearbeitungsprogramm momentan auf dem Markt aus meiner Sicht. Und die haben heute noch die Chance, am 19. Dezember gibt es noch einen Deal. 69 Euro kostet das Programm normalerweise einmalig und heute ist der letzte Tag, wo ihr 20 Euro Rabatt bekommt, 49 Euro und dazu solltet ihr folgenden Gutscheincode GOODBYELIGHTROOM beim Kauf eingeben. Also schlagt zu und das Coole ist, das ist ein einmaliger Preis, die 49 Euro. Also es ist wesentlich günstiger als Lightroom und auch als viele andere Programme am Markt. Was ich auch extrem fair finde, ist, dass alle Updates, die im Jahr 2019 rauskommen, kostenlos inklusive sind. Also du kaufst jetzt nicht nur die 2018er Version, sondern auch alle 2019er Updates sind inklusive.